Der Boden oder die Erde ist ein ökologischer oder politischer oder für mich auch ein poetischer Aspekt. Und die Erde oder der Boden ist nicht nur in seiner Nützlichkeit zu sehen, sondern auch in seiner künstlerischen Gestaltungsmöglichkeit. Eigentlich bin ich ein Teil des Ganzen, ein Teil von Klima, Insekten, Pflanzen, Dingen, die sich mit den Materialien verbinden oder diese Transzendenz oder diese Veränderung hervorrufen. Die Materialien sind meistens gefundene Materialien wie Gewebe, Schaumstoffe, Hölzer, aber auch sehr oft verwende ich fertige Objekte, auch Bilder, die ich in die Natur platziere oder auf Bäumen oder eben auf den Boden lege, wo sie eine Verbindung eingehen sollen. Den Zeitpunkt, wo ich jetzt das Werk oder die Arbeit entferne oder herausnehme, bestimmt dann schon ich. Aber sonst ist es alles der Natur überlassen.